Hallo und willkommen zu einem Video. Ja, ich möchte euch heute mal den Unkrautstecher aus dem Hause Fiskars vorstellen. Und wie das geht, seht ihr in einer neuen Folge von Yoga Klärts. Ja, heute mal wieder bei mir im Garten angekommen. Ihr seht ringsherum jede Menge Unkraut, also was groß gewachsen ist. Ich habe extra mal die Wiese etwas länger gelassen und sehen wir auch viel Löwenzahn und anderes Unkraut, was hier heraussprießt. Und dafür habe ich mir heute jetzt mal den Fiskars Unkrautstecher angeschafft. Link natürlich zu dem Teil unten in der Videobeschreibung, wie immer vorhanden. Und jetzt schauen wir mal, was das Teil hier alles kann und wie das Teil hier zu bedienen ist. Ja, der Unkrautstecher ist so aufgebaut, dass er hier vorne mehrere Zacken hat, die hier dann am Ende zusammengehen, wenn wir das Unkraut herausstechen. Also seht ihr hier vier solche Zacken, die hier aus Edelstahl gefertigt sind. Und was auch sehr schön ist an dem Unkrautstecher, ist, dass dieser quasi stufenweise einstellbar ist auf jede Körperhöhe. Und das kann man am Ende hier oben einstellen, indem man hier oben den Griff etwas rumdreht. Und da kann man den in seiner Arbeitshöhe wunderbar hier einstellen. Ich lasse ihn jetzt mal auf der höchsten Höhe und jetzt zeige ich euch mal, wie dieses Teil hier angewandt wird. Ja, und wie schon gesagt, habe ich ja extra meinen Rasen mal etwas höher wachsen lassen, damit wir die Unkräuter auch mal richtig herauswachsen sehen. Und jetzt nehmen wir einfach unseren Unkrautstecher und setzen ihn auf unser Unkraut direkt oben drüber auf, nehmen den Fuß und drücken einfach nur ein und tun jetzt einfach nur hier den Fuß ansetzen und hier unser Unkraut heraushebeln. Zack. Und jetzt sehen wir auch schon, wenn wir jetzt hier drücken, kann man den abstoßen, fällt das Unkraut hier ab. Und hier seht ihr auch, hier kommt unser Unkraut auch voll mit Wurzel heraus. Kann man natürlich jetzt noch die Erde ein bisschen abklopfen. Und das machen wir jetzt beim nächsten auch nochmal. So, könnt ihr einfach herangehen. Hier, zack, aufstechen und zack. Und Pflanze kommt heraus und abstechen. So einfach kann es gehen. Und hier können wir hier weitermachen, immer schön auf die Pflanze drauf, zack, kommt heraus und weg. Und wir müssen uns hier gar nicht mehr bücken. Zack, ihr seht, hier nächste Wurzel, komplett mit Wurzel wird hier das Unkraut entfernt. Das ist eben die schöne Geschichte, dass er eben alles hier herauszieht. Und von daher ist das eine sehr einfache Sache hier in der Anwendung. Ja, das Einzige, was wir noch machen müssen, ist dann hier diese Löcher nochmal mit etwas Gartenerde zu verfüllen. Aber das geht ja auch dann ziemlich einfach. Und das wird dann vom Rasen wieder zugewachsen. Und da wächst dann von ganz alleine herein. Und da braucht dann die extra noch Grashalm ansehen. Ja, und zum Namen Fiskars, denke ich mal, muss ich, glaube ich, nicht unbedingt noch was hinzufügen. Das ist Top-Qualität. Und ich habe schon mehrere Werkzeuge aus dem Hause Fiskars und bin selten so begeistert wie von einer anderen Marke. Also hier werden immer hochwertige Materialien verarbeitet und die Produkte funktionieren am Markt. Also funktionieren auch in der Praxis. Also das wird, denke ich mal, ordentlich durchgetestet und von daher ist das eine sehr gute Anschaffung und wo man wirklich sein Geld nicht in irgendwelchen Mist investiert, billigen Mist, und sich dann nach zwei Wochen was Neues kauft. Also hier hat man wirklich von der Verarbeitung her, denke ich mal, sein ganzes Leben Freude dran. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder was Neues aufzeigen aus dem Gartenbereich. Und wir sehen uns in einer neuen Folge wieder, wenn es wieder heißt Jörg erklärt's.